Sagt mir, was euch in den Sinn kommt. Mace Windu war einst Meister Yodas Padawan. Bei den Sith heißt das Akolyt. Ein Akolyt ist das Äquivalent. Akolyten wurden zu den mächtigen Sith Lords ausgebildet. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zum ersten Star Wars The Acolyte Trailer. Gestern erschienen, wissen wir jetzt schon, die neue Star Wars Serie wird in Deutschland am 5. Juni starten. Gemeinsam freuen wir uns bereits darauf und möchten heute in den Trailer einsteigen und die spannendsten Details mit euch besprechen. Bereits Mitglied der 212. Abonnieren und liken nicht vergessen. Vielen Dank, Freunde. Und damit geht's auch schon los. Wir befinden uns im Zeitalter der Hohen Republik, das etwa 5 bis 100 Jahre vor den Ereignissen der Prequel-Trilogie stattfindet. Es ist eine Zeit, in der die Jedi und die Republik auf dem Höhepunkt ihrer Macht und ihres Idealismus stehen. Die Ära wurde in Büchern und Comics etabliert. Aber macht euch keine Sorgen, Leslie Headland sagte, man müsse nicht zu viel wissen, um in die Geschichte einzusteigen. Wir beginnen auf Coruscant mit dem Jedi-Meister Sowl, der einer Gruppe von jungen Jedi-Jünglingen die Meditation beibringt. Sowl wird als weiser, hoch angesehener, mächtiger Jedi-Meister beschrieben, der stark in den Wegen der Macht ist und durch emotionale Konflikte geht. Dieser Konflikt ist wahrscheinlich in Amandla Stenbergs Charakter Mei verwurzelt, denn die offizielle Zusammenfassung für die Serie besagt: In The Acolyte stürzt eine Untersuchung zu einem schockierenden Verbrechen einen respektierten Jedi-Meister gegen einen gefährlichen Krieger aus seiner Vergangenheit. Mei wird als jemand beschrieben, die in ein finsternes Geheimnis hineingezogen wird, das sie auf unerwartete Weise in den Mittelpunkt eines Konflikts bringt. Wir sehen sie durch ein Dorf und einen Markt gehen, während Sowl den jungen Jedi durch die Meditation führt und ihnen sagt, ihren Augen nicht zu vertrauen. Ähnlich wie Obi-Wan es Luke in Eine neue Hoffnung mitteilt. Aber ein Kind sagt, es sieht Feuer, wenn es die Augen schließt. Vermutlich ist das eine Rückblende. Das kleine Mädchen ist Mei, weil eine frühere Zusammenfassung für die Serie sagte, eine ehemalige Padawan vereint sich mit ihrem Jedi-Meister, um eine Reihe von Verbrechen zu untersuchen, aber die Kräfte, mit denen sie konfrontiert werden, sind finsterer, als sie es je erwartet hätten. Also ist Mei nicht nur eine gefährliche Kriegerin, sondern vielleicht auch Sowls ehemalige Schülerin und vielleicht hatte sie als Kind Visionen von Feuer, die sich schließlich bewahrheiteten. Mei nähert sich Carrie Ann Moss Jedi-Charakter Indara. Alles, was wir über sie wissen, ist, dass sie eine Jedi-Meisterin mit großer physischer und mentaler Fähigkeit ist. Mei greift hier Indara an und der kleine Teil des Kampfes, den wir sehen konnten, ist beeindruckend. Es ist die Rede von Morden an Jedi, was uns eine düstere Atmosphäre verspricht. Der Jedi namens Yod sagt, die Morde ergeben keinen Sinn. Yod, ein Jedi-Ritter und Wächter aus dem Jedi-Tempel, ist ein Überflieger und ein Regelbefolger. Sein Bedürfnis, ein nach dem Buch lebender Jedi zu sein, kann seinen Verstand trüben. Leslie Headlands Interview sagt, The Acolyte habe einen dunkleren Ton, der sich auf die Dualität konzentriert, die jenseits der simplen Schwarz-Weiß-Sicht von Gut gegen Böse existiert. Yod klingt so, als wäre er der Typ Jedi, der nicht in der Lage sein wird, das Graue zu sehen. Könnte das Plo Koon sein? Im Legends ist Plo 382 Jahre alt, als er in Episode 3 stirbt. Die Serie spielt 100 Jahre vor Episode 1, was bedeuten könnte, dass dieser Keldorianer hier tatsächlich unser geliebter Jedi-Meister sein kann. 100 Jahre jünger und doch genauso großartig. Neben ihm ist ein weiterer Jedi namens Jackie. Sie ist die Padawan-Schülerin von Meister Sowl. Obwohl sie jung ist, strahlt sie Ruhe aus und benimmt sich reif. Wenn Mei eine gescheiterte Schülerin von Sowl ist, die den Orden verlassen hat, wird sie wahrscheinlich mit Jackie aneinander geraten. Die Serie wurde außerdem als Endor ähnlich betitelt, wenn es um die Story geht. Ein starker Fokus liegt im Mittelpunkt und das sagt uns beiden sehr zu. Als nächstes sehen wir Cal Necker, einen Wookiee-Jedi, den StarWars.com als Einzelgänger beschreibt, der ein einsames Leben führt. Wir lieben Wookies und einen Jedi-Wookie zu sehen, noch bevor es Gunji gab, gefällt uns sehr. Er wird ebenfalls von Jonas Suotamo gespielt, der Chewbacca in der Sequel-Trilogie und in Solo A Star Wars Story gespielt hat. Was hier spannend ist, ist die Tatsache, dass er alleine unterwegs ist. Chewbacca wurde nach George Lucas' Hund modelliert. Wir neigen dazu, Wookies als soziale Wesen, als treue, beste Freunde zu betrachten, aber Cal Necker wird kein typischer Wookie sein. Wir sehen einige Aufnahmen von Sowl, wie er die Macht benutzt, um jemanden zu täuschen oder zu beruhigen oder beides. Und dann stellt er sich Mei in einem Kampf. Wir sehen Venestra, eine Jedi, die hier eine Tür im Jedi-Tempel öffnet. Wir können sie auch im Hintergrund einer der Aufnahmen mit den jungen Jedi sehen.
Wenn es wirklich Rückblenden geben sollte, würde das hier vermutlich vor den Hauptereignissen spielen. Vernestra hat einen ausführlichen Eintrag auf StarWars.com, weil sie eine wichtige Figur in den High Republic Büchern ist. Dort sehen wir sie als 15-jährige Jedi-Ritterin, die in sehr jungen Jahren befördert wurde. Hatland sagt, man solle eine veränderte Version der Figur in The Acolyte erwarten und erklärt uns, dass sie sehr selten in den Missionsroben auf Abenteuerreise geht und träumt. Wir sollten im Verlauf der Serie sicher verstehen, warum sie so viel gesehen hat und warum sie so im Einklang mit der Macht ist. In diesem Moment ist sie eher eine hochrangige Beamtin, die anderen Jedi verehren sie. Kamir ist ein Schmuggler, hier im Zug. Als nächstes sehen wir nochmal Sol, Indera, Kelnaka und einen anderen Jedi bei Nacht auf irgendeinem Planeten. Ihre Roben sind goldener als in anderen Aufnahmen und Inderas Frisur ist ebenso verändert. Ein weiterer Rückblick? Sol sieht jedenfalls jünger aus. Vielleicht ist das eine Zeit, als Mei aktiv Sols Padawan war, was ihre Verbindung zu Indera und Kelnaka gibt. Weiter geht's mit ein paar Aufnahmen von einem sehr mysteriösen neuen Charakter namens Mutter Anisia. Sie ist die Anführerin eines Hexenzirkels, die seine Unabhängigkeit und den Erhalt ihrer Überzeugungen und Kräfte schätzt. Die Jedi schienen früher bereitwilliger zu sein, mit anderen Machtnutzern zusammenzuarbeiten, als sie am Treffen der Macht auf Jeddah teilnahmen. Daher könnten sie zögerlicher sein, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der kein Jedi ist, besonders mit einer Gruppe von Hexen. Es gibt eine schnelle Aufnahme eines Mädchens, das durch brennende Wälder rennt. Das könnte die Feuervision sein, die der junge Jedi hatte. Wir wissen immer noch nicht, wer der titelgebende Akolyt ist. Es könnte Mei sein. Wir sehen sie, wie sie eine in einem Umhang gehüllte Figur anstarrt. Ist das auf Achto? Zumindest sieht es so aus. Endlich wieder ein normales rotes Lichtschwert. Darauf haben wir uns beide sehr gefreut. Handelt es sich tatsächlich um einen echten Sith? Hier stellt sich ebenfalls die Frage, was aus der Star Wars Geschichte wird. In Episode 1 erfahren wir, dass es seit 1000 Jahren keine Sith mehr gibt. Ist das also ein Retcon? Nein, das muss es tatsächlich nicht sein. Die Jedi haben eine schlechte Angewohnheit, kann man sagen. Bereits in den Büchern zur Hohen Republik erfahren wir, dass die Jedi extrem gefährliche Kreaturen bekämpfen und es vertuschten, was später zu Problemen führte. Was also, wenn die Arroganz der Jedi hier dazu führte, dass sie alles vertuschten? Das würde ebenfalls zu der Aussage Hatlands passen, dass hier nicht alles schwarz und weiß ist. Und dank unserer Videos wisst ihr ja auch, die Jedi sind zweifellos nicht fehlerfrei und ganz sicher nicht unschuldig. Wir sind extrem gespannt, am 4. Juni mit euch The Acolyte zu erleben. Eure Meinung wie immer in die Kommentare und bis morgen zum nächsten Bad Batch Video. Eure 212.